einfach, was ich sagte. Vergessen? Eifersucht klingt für mich nach einem möglichen Motiv für den Mord. Eifersucht? Sehe ich so aus, als würde mich die Anerkennung der anderen Krieger interessieren? Leck mich doch. Nett. Kann ich dem sein Bein irgendwie abziehen? Nee, gell? Na gut. Was ist das denn da hinten? Ich weiß, ich wollte eigentlich in die andere Richtung, aber irgendwie... Was ist das? Das scheint ja so eine Art Außenposten zu sein. Wenn das wirklich ein Außenposten sein sollte. Naja, wenn das reines Elex. Aha. Lagerfeuer, da kann ich dann schon mal. So, zubereiten. 64, okay. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Wasserflasche. Oh, guck mal, da sind Menschen. Nee, jetzt nicht. Berserker? Hey du, hör mal. Was willst du? Ich suche einen Kerl, der angeblich hier in der Gegend noch vor kurzem gesehen worden ist. Sein Name ist Ray, schmieriger Typ. Er trägt meistens Outlaw-Klamotten, genau wie ich. Kennst du ihn? Hä? Ray? Nie gehört. Na gut, dann schönen Tag noch. Moment. Was willst du von diesem Ray? Geschäfte. Nichts, was dich etwas angeht. Könnte sein, dass wir denselben Kerl suchen. Würde mich nicht wundern. Okay, der trägt Outlaw-Klamotten, ist aber anscheinend einer von den Berserkern. Oh, großer Aufzug. Das hat der Kerl doch vorhin erwähnt gehabt. Also so irgendwie... Upsa. Wird ein bisschen knapp für mich gerade. Komm, Outlaw, beweg mal deine Haxen. Oh, shit. Okay. Der ist wohl nicht sehr motiviert zu kämpfen. Mal gucken. Wo sind wir hier? Oder wo wir jetzt wieder einsteigen? Ah, okay. Nach der Aktivierung. Gibt es Sinn, das als Speicherpunkt zu nehmen? Mach dich bereit! Wirklich jetzt? Wirklich keinen Schaden zufügen. Kein bisschen. Nur wenn ich mit meiner Kuh noch drauf hau. Das ist merkwürdig. Ray, Ray. Aber das war nicht der Outlaw, den ich umgebracht habe. Oder habe umbringen lassen. Dass gerade keiner guckt. Ring des Berserkers erhalten. Das ist interessant. Pfeile sind immer gut. Kann ich immer brauchen. Vor allem, weil ich auf Bogenschützen da zumindest versuche. Zu einfach.
Okay. Ich meine, solange mich hier keiner sieht, interessiert das ja auch keinen. Oh, jetzt fällt mir gerade ein. Was zum? Sag mal hier. Upsa. Keine Ausdauer mehr. Na komm, greif mich noch einmal an. Wenn ich den noch nicht mal annähernd... Wenn ich ihn nicht mal annähernd verletzen kann... Das ist schon heftig. Ah, komm du. Oh, das war nicht die Absicht. Und eigentlich ist es ja sein Kampf. Ich kann ja eh nichts machen. Ich kann so Gegner ja eigentlich gar nicht bekämpfen. Von daher... Okay, der Kerl hatte mich also erwischt. Wie auch immer der das geschafft hat. Achso. Upsa. Dann hocke ich mich mal hin. Schlechter Zeitpunkt. Du schleichst besser woanders herum. Arglos, okay. Du schleichst besser woanders herum. Ich wurde beobachtet. Rückenprobleme? Du schleichst besser. Aha. Okay. Bewegende Leute oder sich bewegende Leute sind da echt schwer. Was ist denn diesmal? Okay, diesmal ist er gar nicht da. Dann versuchen wir uns doch mal am Diebstahl bei dem mit der Schraubzwinge am Gürtel. Okay, den kann ich nicht beklauen. Das ist merkwürdig. Naja, versuchen wir es mal bei dem da hinten. Beeindruckend, aber hässlich und viel zu aufwendig für so etwas Einfaches wie einen Aufzug. Zu einfach. Hm. Ups, das war falsch. Ah, wer ist denn Stern? Hey, du hältst dir besser die Augen offen. Ein paar falsche Schritte und du bist Moos. Und damit wir uns verstehen, am Aufzug wird nicht herumhantiert. Ich allein bin mit Erwartungen betraut. Aha. Wer hat den Aufzug errichtet? Das waren unsere Werker. Hat ein paar Wochen gedauert, das Ding funktionsfähig zu bekommen. Und was ist deine Aufgabe hier? Ich wurde angewiesen, das Ding zu bewachen und im Notfall kleinere Reparaturen vorzunehmen. Zurzeit ist er aber außer Betrieb. Und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Außer du verstehst etwas von komplexer Mechanik. Aber den Eindruck machst du nicht gerade. Genug, um zu wissen, dass der Mechanismus alles andere als komplex ist. Wie kommst du darauf? Weil es nur ein paar Zahnräder braucht, um die Wasserkraft zu übertragen. Na schön. Trotzdem bringt uns das nicht weiter. Eines der Zahnräder fehlt. Also gibt es auch nichts zum Reparieren. Ohne ein passendes Ersatzstück funktioniert hier gar nichts. Okay, das heißt, man muss im entsprechenden Talent was gelernt haben. Oder das entsprechende Talent haben. Das ist recht einfach.
Da wäre noch etwas. So? Warum hast du noch kein Ersatzteil für den Aufzug besorgt? Hey, willst du mir unterstellen, ich mache meine Arbeit nicht? Beantworte einfach meine Frage. Na, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Muss doch die Gegend im Auge behalten. Kann ja nicht jeder so frei herumlaufen, wie du es tust. Wie lange fehlt das Zahnrad schon? Seit vorgestern Nacht. Aber was interessiert es dich? Das Ding ist weg, fertig. Es wurde also gestohlen. Genau. Mist. Ich habe genug gehört. Ich treibe das Zahnrad wieder auf. Du, was du nicht lassen kannst. Hast du eine Idee, wo das Zahnrad zu finden ist? Nein, ich habe keinen Anhaltspunkt. Hier oben wirst du nichts finden. So viel ist mal sicher. Und wie sieht es unten aus? Sag mal, hast du nicht andere Probleme? Also hör auf, danach zu suchen. Bist du selbst einmal im verbotenen Tal gewesen? Was soll ich denn da? Das ist doch nur für die Verurteilten bestimmt, die unser Gesetz missachtet haben. Unsere Väter taten gut daran, es für das Pakt zu reservieren. Dort ist es alles andere als ungefährlich. Aber mich muss das ja nicht kümmern. Ich mache mir immer einen Spaß daraus und erleichtere mich über ihren Köpfen, wenn wieder einmal ein paar arme Würstchen versuchen, hier hochzukommen. Und wenn jemand zu Unrecht verurteilt wurde? Zu Unrecht? Das glaube ich nicht. Unser Gesetz wurde ja nicht von Idioten zu Papier gebracht. Selbst wenn. Die meisten, die da unten stecken, gehören eh nicht zum Eisenclan. Also können sie mir egal sein. Solltest du dich dort unten umsehen wollen, sei vorsichtig. Manche Biester sind leichte Beute, aber andere, naja, du wirst es herausfinden. Wie viele Verbannte leben im Tal? Früher waren es wenige. Seit Angrim aber vor ein paar Jahren zum Warlord des Eisenclans berufen wurde, ist ihre Zahl gewachsen. Trotzdem ist es unmöglich, eine genaue Aussage zu treffen. Niemand führt Buch über diejenigen, die dort während ihres Aufenthalts verstorben sind. Nur diejenigen, die es schaffen, ihre Strafe abzusitzen, sind von Interesse. Alles klar. Merkwürdiger Verein. Maya Mana, das dürfte noch Wein sein. Na gut, das wollte ich noch da oben das bisschen mitnehmen, mir ausleihen, wie auch immer. Mal gucken, ob wir da den entsprechenden Kerl dann einfach austricksen können. Vielleicht haben wir ja tatsächlich auch noch da oben was. Ups, falsche Seite. Suchst du was? Ist es verboten, hier zu sein, oder darf man den Gang auch benutzen? Ah, interessant. Ist natürlich verboten, den zu nehmen. War ja klar. Geht schneller als die Leiter. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es ganz hoch schaffen würde, wenn ich fliegen würde. Das ist mir ein bisschen doof. Okay, da oben ist einer. Normalerweise. Okay, er hat mich nicht gesehen. Die Frage ist, ob der andere mich jetzt gesehen hat, weil er angefangen hat runter. Lass dir nicht einfallen, hier was zu klauen, klar? Hab ich doch gar nicht. Die Frage ist, was mit dem Kerl los ist. Ah, okay, er geht einfach in die andere Richtung. Interessant. Geht in die andere Richtung, er auch. Dann schnell die Truhe geöffnet. So einfach. Ja, mach auf. Als ob ich dann unbedingt sehen muss, was da drin ist. In den Truhen ist eh kein Mist drin und da ich keine Obergrenze für Material habe, was ich mitnehme, ist sowieso egal, was ich mitnehme, weil ich einfach alles mitnehme.